Hallo Welt, da sind wir wieder. Oder man könnte sagen, wir sind zurück, weil wir sind unterwegs mit Ruck. Ich höre hier krasse Geräusche die ganze Zeit. Unterwegs mit Ruck, dem männlichen Erwachsenen, ein Single ist es. Wir haben hier genächtigt. Und jetzt gucken wir uns in der Höhle ein wenig um. Wäre das eine Höhle für uns? Sollen wir hier nicht ein paar Mal rumschwimmen? Vielleicht lernen wir dann besser schwimmen, aber das verbraucht so viel Energie wieder. Wir haben zwar was zu essen runtergeworfen, da oben sind wir reingekommen. Durst? Ja, wir haben was zu essen runtergeworfen, aber wir haben es nicht wiedergefunden. Vielleicht ist es im Wasser, unter Wasser. Mich wundert es übrigens, dass wir gar keine Angst vor dem Wasser haben. Urinstinkt. Schwimmen kann man immer. Ja, es gibt Leute, die ertrunken sind. Ja, weil die Strömung zu stark war oder sie von irgendwas unter Wasser gezogen wurden. Oder weil sie nicht schwimmen konnten? Oder weil sie nicht schwimmen konnten, genau. Okay, das war's damit. Oh, das sieht wunderschön aus. Gibt es so leuchtende Höhlen? Da ist irgendein Pilz oder so. Ich würde ganz gerne unsere Leberwurstfrucht wieder haben. Die haben wir hier fallen lassen doch und dann mussten wir sie holen. Nein, ich habe die einfach nur runtergeworfen, um zu gucken, ob das tief ist. Es war tief, ja. Die Frucht ist nicht da und naja. So tief war es jetzt auch nicht. Merkwürdige Musik hier drin. Oh. Da ist sie ja. Die ist nur nass, die kann man immer noch essen. Siehst du? Er mag sie auch. Ruck mag Leberwurst. Frucht. Noch mehr Granitfelsen. Okay, ein bisschen was zu essen gibt es doch. Dann ist noch irgendwas Gruseliges Neues da. Ah,
viel Gruseliges Neues ist da. Aber wenn das orange ist, ist das dann gut? Ja, ja, wir können das Wasser riechen. Was wird schon Gefährliches in so einer Höhle sein? Vielleicht ein Dachs? Oh, ein Dachs. Wir nennen ihn Frechdachs. Dann hat er schon mal einen Namen. Ach, da ist dieses Ding! Und wir haben keinen spitzen Stock. Ich versuche aufzustehen, aber es geht nicht. Das hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht hatte. Ich hoffe, das Ding kann nicht schwimmen. Klappt überhaupt nicht mit der Einschüchterung. Wir sollten das schon längst irgendwie gelernt haben, einzuschüchtern, die Dinger. Also, wenn wir schreien und das Ding kommt auf uns zu, dann ist das kein freundliches Ding. Gift. Oh, das hat uns aber die volle Dröhnung gegeben. Nö, es geht. Mach keinen Blödsinn. Also wenn man in Panik ist, kann man dagegen steuern einfach. Das ist außerhalb der Höhle. Was frisst das denn da hinten? Wasser? Noch mehr Wasser da vorne? Auch noch mal Wasser. Oh, hören können wir jetzt aber echt gut. Durch die Höhlenwände sogar durch. Ja, die waren damals, die waren nicht so verwöhnt wie wir heute. Moment, Gift? Hilft da nicht Wasser? Wir haben immer noch was in der Hand. Haben wir noch nicht gelernt, mit einer Hand zu trinken. Das kommt vielleicht in 1 Million Jahren, werden wir das lernen vielleicht. Werf das doch mal weg.
Wasser scheint auch ein bisschen zu helfen bei der Vergiftung. Spült das Gift aus, ha? Das ist gut. Da passiert nichts. Na, da scheint nicht zu kommen, okay. Aha, wir haben was geschafft. Neue Erinnerung entdeckt, schlagen. Ein Edelstein, kein Stein, kann einen Obsidian. Aber was haben wir denn dann? Ich wollte so einen Faustkeil machen, wisst ihr? So eine Waffe. Neues Werkzeug entdeckt, Spachtel aus Obsidian. Oh. Und was spachtelt er so weg? Was kann ein Spachtel machen? Etwas spachteln, aber die konnten doch damals noch nicht spachteln. Irgendwas zerreiben, glaube ich. Ah, da haben wir was zu essen.
weiß noch nicht, was er damit anfangen soll. Vielleicht ins Wasser? Naja, man wird satter, oder? Wird nix. Es gibt ja wohl keine Höhlenkrokodile oder sowas. Aber ich höre die ganze Zeit, irgendetwas atmet. Hier gibt's nichts zu erschnuppern. Und nichts zu erlauschen. Da geht's wieder raus. Aha. Ja, leider gibt's nichts zu erschnuppern und in der nächsten Folge werden wir zusehen, dass wir dann hier wieder versuchen rauszuklettern, solange wir noch Energie haben. Denn wie es aussieht, wird es auch nicht mehr. Das heißt, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.